Ein Benefizkonzert für die Opfer der Flutkatastrophe. Diese Idee hatte Dr. Markus Feusner, Geschäftsführer des Kolbing Berufsbildungswerkes, an Bürgermeister Dirk Fuhlert herangetragen. Und so organisierten sie gemeinsam das am vergangenen Sonntag stattgefundene Ereignis. Etwa 80 Gäste waren zu den Markttreppen gekommen, trotz des Regenschauers kurz vor Beginn. Auch wenn die Probenzeiten in den vergangenen Monaten pandemiebedingt eher kürzer als intensiv ausfielen, waren alle Musiker bereit für einen Auftritt. Bürgermeister Dirk Fuhlert begrüßte die Gäste mit ein paar nüchternen Zahlen, die immer wieder in den Medien hervorgehoben wurden. Das alles in Summe zu hören, ließ das ganze Ausmaß unvorstellbar erscheinen. Die Flut am 14. Juli reißt mindestens 467 Gebäude mit, darunter mindestens 192 Wohnhäuser. Geschäfte, Hotels, Fabriken und Werkstätten werden vom Wasser zerstört. Von den 4.200 Gebäuden entlang der Ahr sind geschätzt mehr als 3.000 beschädigt. Das sind mehr als 70% aller Gebäude. Dazu kommen in Rheinland-Pfalz und dem benachbarten Nordrhein-Westfalen an die 100.000 beschädigte Telefon- und Internetleitungen. Nach wie vor werden noch 73 Menschen vermisst. Die Zahl der Verletzten nach dem Starkregen vom 14. Juli und den dadurch ausgelösten Sturzfluten wurde mit 766 angegeben. Bei der Flutkatastrophe in Deutschland sind 181 Menschen ums Leben gekommen. Von Amtskollege Uwe Kober, Bürgermeister der Stadt Altena, erfuhren die Gäste des Konzertes per Telefonanruf, wie die Gemeinden das Hochwasser erlebt haben. Ein bewegender Moment. Das Kolbing-Orchester hatte im Repertoire neben Märschen und Blasmusik auch Walzerklänge und moderne Poprhythmen, darunter auch das beliebte ABBA-Medley. Tänzerische Unterhaltung gab es zwischendurch von den Dance Devils aus Polleben. Auch sie waren bereit, kostenfrei für diesen Zweck aufzutreten. Den Abschluss des Konzertes bildete die Fanfarengarde Hettstedts. In kleiner Besetzung, aber mit den gewohnten Klängen. €75 in bar waren an dem Konzertnachmittag in der Spendenbox gelandet. Die genaue Endsumme wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben,
wenn auch die weiteren Spenden, die auf dem Konto eingegangen sind, zusammengetragen wurden. Ein herzliches Dankeschön des Kolbing-Berufsbildungswerkes und der Stadtverwaltung Hettstedt geht an die zahlreichen Aktiven, die Gäste und den Spendern, denn jeder Euro zählt.